Ich freue mich sehr, hier zu sein. Alles, was ich bisher über die BITS gehört habe, ich habe es Ihnen schon im Wagen gesagt, klingt wie ein Märchen. Wie es angedacht worden ist, wie es aus der Erde gewachsen ist und wie es blüht, wächst und gedeiht. Dass Sie hier alles hervorragend vorbereiten, daran zweifle ich natürlich überhaupt nicht. Ob ich das nun als eine besonders gute Vorbereitung bezeichnen darf, dass ich nun ausgerechnet heute über mein Thema bei Ihnen reden soll. Darüber kann man natürlich wirklich verschiedener Meinung sein. Sie haben das eben schon mit Recht erwähnt. Gestern haben unsere französischen Freunde, wie vorhergesagt, den Entwurf zu einer europäischen Verfassung abgelehnt. Und nun ist die Frage, wird jetzt alles anders? Geht jetzt alles kaputt? Oder ist das vielleicht ein rechtzeitiger Weckruf in einer Situation, in der ja immer wieder mit Recht darüber geklagt wird, dass es die Regierungen sind, die im Felde der Europapolitik vorne weglaufen und die Verbindung mit ihrem Souverän, mit der Bevölkerung, mit ihren Wählern dabei verlieren.